sonst noch irgendwas? Ja, Fernbus-Simulator würde ich mir angucken und ich bin mal gespannt, was. Ja, geht jetzt vielleicht ein bisschen aus der Linie raus, aber bin mal gespannt, was sich da DICE und EA mal wieder gedacht haben mit dem neuen Battlefield-Teil. Weil da fliegen ja momentan die Gerüchte nur rum, was das für ein, welches Szenario das sein soll. Aber ich glaube, das wird sogar bald gelüftet, da werden sie so eine Pressekonferenz dazu machen. Aber ich bin auch mal gespannt. Ich bin halt auch gerne mal ein Battlefield-Spieler, deswegen. Also ja. Zwischendurch. Hastig. Ich wollte gerade sagen, du stehst. Je nachdem, also sonst müsste ich eigentlich nochmal nachschauen, was bis jetzt dieses Jahr angekündigt ist. Das klingt doch aber schon mal ganz gut. Oh, jetzt werde ich angestupst. Ich könnte ausrasten. Von wem denn? Von wem wohl? Von Luis. Nein, Luis, nein. Wenn er mich noch einmal anstupst, ich schnauze den voll. Ich gehe runter und schnauze den voll. Das ist immer dasselbe mit dem Typen. Der reiht nix. Es steht ja schon on air dahinter. Ist ja nicht so, dass da nicht on air dahinter steht. Ja. Es ist bei Luis immer dasselbe. Wenn du ihm einmal was erklärt hast, 5 Minuten später, Reset. Oh oh. Muss mal etwas Gummi geben, wir werden von rechts überholt. So ein Arsch. Die sind 55, ich fahr schon 55, ich fahr schon 60. Ja. Er gibt Lichthupe und sonst was. So ein Hund. Ja, wenn du nicht auf der Seite kleben würdest, dann hätte ich vielleicht für ihn rüberfahren können. Oh, ich soll vielleicht wieder runtergehen von der Tempo. Vom Tempo. Schade, dass wir nicht zu Pflaster und Söhne fahren. Wieso? Hallo, Pflaster und Söhne? Der Name allein? Nein, das heißt natürlich Plasters and Sons, aber das hört sich an wie Pflaster und Söhne. So, mal sehen, ob nicht noch jemand der Meinung ist, uns überholen zu wollen. Ja, es kommt einer definitiv viel. Achso, das ist der uns entgegenkommt. Du kannst auch natürlich auf die Map gucken, da siehst du es auch. Ja, da ist sogar noch hinter uns einer. Ich hab die Map nur klein. Sicher, dass das nicht gerade der war, der an uns vorbeigefahren ist? Nö, hinter uns kommt noch einer. Okay, gut. Da haben wir keine Gesellschaft, also steht da vorne einer. Also wenn der jetzt gerade steht, der uns gerade eben überholt hat, dann flipp ich aber. Da gibt's Nackenschelle. Ich glaube, das ist der sogar. Wobei... Nee, das ist... Doch. Doch, das ist der alte Schwede, das gibt's doch nicht. Erstmal schön anrufen, Markus. Kacken, naja, was denn? Hat seine Schelle nur hat sich seine Schelle richtig verdient. Achtung, hinter uns kommt noch einer. Wer ist jetzt 55 oder was? Ich fahre gerade 60. Wenn du so nah drauf bist oder ich so nah an die Rand klebe. Ah ja, jetzt. Achtung, da kommt einer mit 80! Boah, Alter, hört man nur den Motor so richtig drehen. Ja. Oh, dass der schon überlastet ist. Vorsicht, es kommt einer hoch, kannst du mal rausfahren, dass der drauf kann. Dann sind wir sozial, lassen ihn raus. Ach, sozial, wobei, asozial nee, ist das neue. Da kam von hinten direkt einer, der jetzt auch wieder an uns vorbeifährt. Das ist wahrscheinlich wieder der von gerade eben. Ja. Jetzt wieder an uns vorbeipflastert hier. Nö, das ist Darux. Du bist jetzt noch nicht. Das ist der gerade eben an der Seite stand. Nein. Sicher? Stimmt, nee, ja. Das ist der gar nicht. Vorsicht, Baustelle. So. Wir brauchen das nächste Mal ein Thema, fällt mir gerade auf, weil aktuell ist das noch so ein bisschen dahingetrant, so Trantüten-mäßig. Das ist klar, das sind die ersten Folgen, hallo. Richtig, also wenn wir dann so ein tolles Thema und alles Mögliche haben, dann ist es auch besser. So, vielleicht transportiert er vor uns auch Vorhänge zum Wallbot. Also wäre nicht abwegig. Die ganze Garnitur austauschen. Oh, naja, wir werden es nicht mehr erfahren. Wieso? Weil er sich hier hinstellt. Wie du gesehen hast. Du solltest wirklich hinter der Kreuzung. Wobei, ich weiß nicht, ob du da noch drauf passt. Doch, das wird noch was. Da passt du noch drauf. Doch.
habe ich fast den Halten verpasst. Ich guck so die ganze Zeit nach hinten und denk mir, ja, passen wir da drauf. Hat da gerade jemand gehupt? Vor dir. Achso, ey, schieb mich nicht an! Kuscheln! Hinter uns ist der Typ von eben gerade. Ja, soll er halt da sein. Dann ist es mir aber auch egal, ob er nun da ist oder nicht. So. Ein Motel, wie schön. Motor City. Oh, es leckt! Weiß nicht, was hier immer so leckt. Zu welchem Wallbot musst du eigentlich? Zu dem großen hier oder zu dem weiter hinten? Weiter hinten. Okay, ich auch. Mit dem Gummi, da beklebt einer. Ich fahr 30, was? Ich fahr so viel, wie hier erlaubt ist. Und die Ampel ist rot. Also ich kann auch nicht mehr. Oh! Auffahrunfall? Ja, der hinter mir ist aufgebrettert. Ja, nach dem Bild und zufolge ist auch der hinter dir fährt, auf ihn geprallt. Ach, der haben hier Kettenreaktion gemacht oder was? Ja, so nach dem Motto. Oh, hier drüben stehen aber auch viele. Bei der Werkstatt. Oh, ich fahr doch schon, Leute, beruhigt euch. Mensch, überall hört man zu. Solche Drahttypen. Wir haben es eilig. Eilig, Schaums ist eilig. Solche Drahttypen. Sagt der Richtige. So, Vorsicht, ich muss bremsen, weil ich ja den Dings abgehe. Ah, jetzt bin ich zu weit gefahren, warte. Jetzt fahr doch! Ich bin zu weit gefahren! Gang! Ja, der hinter dir steht, der hat es auch ganz gescheit gemacht, so wie er sich hingestellt hat. So. Eingeparkt. Tee. Ja, gute Arbeit. Oh, 1,2% Schaden. Ich war's nicht. Doch. Wo fährst du eigentlich hin? Hinten hin? Boah. Oh, der. Ups. Das war das Ding, und dieser komische Typ hat natürlich schnell einparken genommen, dem war das zu doof, selbst einzuparken. Das sind die richtigen. Immer nur trollen und ganz schnell das Zeug wegbringen, aber Hauptsache wir spielen nicht ordentlich. Ja. Soll ich dich einweisen? Soll ich erstmal gerade hinstellen? Wo musst du überhaupt in welche Parklücke? 1, 2, 3, 4, 5. Warte. 6. Dö. Oder 8. Hä? 8 steht was? Dann eben 9. Ich kann's doch ganz hier nicht ganz erkennen. Na klasse. Sicher, dass du das machen willst? Wenn dann schon richtig. Steht. Gut. Zufriedenstellend, was? 2% Schaden. Hier, das ist mein Freund. Man nennt ihn auch Mittelfinger. Oh, Schubfahrer weg. Mensch, die haben den aber schnell verarbeitet. Ja, gleich im Reißwolf geschoben. Gleich reingefahren. Nö, ein Reißwolf geschoben. So, was steht als nächstes an? Als nächstes steht erstmal Parkplatz an. Parkplatz!
Parkplatz, Parkplatz, Parkplatz. Ich folge dir. Ich muss kurz gucken, wo am besten. Ja, da unten sieht's gut aus. Ja. Folgen Sie mir unauffällig auf 6 Rädern. Würde eigentlich erst sagen auf allen 4, aber das passt eigentlich nicht, weil es sind ja. Warte, ich lade dich mal hinterher. Wo fährst du denn hin? Ja, ich hab jetzt ab sofort den Gehweg als neue Spur erklärt. Ja, genau. Genau. Ich geb hier keine Lichthupe, Mann. War das doch nicht, da hat sich jemand gedreht mit Licht. Was hat sich jemand? Da hat sich jemand gedreht mit Licht. Ach so. Er hat Hüpfekästchen gemacht. Na komm. Schön folgen. Hier. Schön hinterher. Und ich gebe mal ein bisschen Gummi. Oh, du bist ja vorne abgehoben, Mensch, schön. Ja gut, das ist auch kein Wunder. Au! Weg da, mein Platz! Das gibt ganz hässliche Landratzer. Weg da, weg da! Ja, ich bräuchte jetzt so eine Art Gabelstapler vorne drauf, die man nicht auch hochheben könnte. So am besten für, weiß nicht was, für 10 Tonnen ausgelegt. Der kann ich ja früher oder später mal entwickeln. Noch ein Stück. Schön vor die Tür stellen am besten, dass niemand mehr reinkommt. Oh ja, wir können es auch schief hinstellen, da nutzen wir wenigstens die Parkfläche richtig aus. Oh, ups. Entschuldigung. Halt, stopp! Der LKW fährt einfach so sinnlos weiter. Wohin willst du denn? Lass uns am besten die Parkfläche schön nutzen hier. Ja, da passen wir nicht runter. Das könnte eng werden. Oh. Kann ich fahren, ich bin zu blöd dazu. Oder lass uns einfach uns hier hinstellen. Lass uns hier nebeneinander hinstellen, das ist auch was Feines. So, dass wir hier am besten direkt nebeneinander stehen. Schön vorne mit der Kante dran. Ja. Was wird das bei dir? Das wird ein How to Crash Your Truck. Ich glaube, da musst du nochmal ein Stück zurückfahren. Ich bin halt etwas moppeliger, ja. Kann ich wohl nichts dafür. Ich gehe schon mal hier drin auf die Toilette. Warte. Schwupp. So, jetzt aber. Vorsicht, pass auf meinen Spiegel. Spiegel. Ach. Der ist verchromt, das kann teuer werden. Wenn du den mitnimmst. Das macht den von LKW. Er freut einfach weiter. Alt, reicht. So, jetzt machen wir Trick 17 mit anschleichend. So. Ich bin gefangen in der Wand. Lass mich raus! Ich will hier durch. Aber das gehe ich halt oben rum. So, ich hoffe. Kann ich das irgendwie ausblenden? Schade. Nee, dann lasse ich das. Dann gehe ich doch wieder hier hin. Ja, das bringt mir auch nichts. Gut, dann bleibe ich hier. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Markus macht den Blinker aus. Der spielt damit gerne. Dann hoffe ich, es hat euch in der ersten Aufnahme hier erstmal gefallen. Auch wenn es jetzt noch nicht ganz so schön war, sage ich mal, vom Redefluss her. Wir werden uns dann fürs nächste Mal Themen bereitlegen, worüber wir dann richtig reden werden und auch argumentieren, diskutieren werden, alles Mögliche. Ja. Entschuldigung, ich hatte frische Hals. So, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, wir sehen euch beim nächsten Mal wieder. Wir legen jetzt hier ein Päuschen ein, schlafen eine Runde und ja.
Markus ist schon eingeschlafen. Bleib mir. Ich schuss schon Tag, bis zum nächsten Let's Play. Tschüss!